Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Eltern und Verwandte, aber vor allem liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Zunächst möchte ich Sie auch noch einmal ganz herzlich im Namen aller Studierenden hier bei uns in der PFH willkommen heißen und mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mir die Zeit geben, ein paar Worte aus der studentischen Perspektive an Sie richten zu dürfen. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass ich nun hier vor Ihnen stehe und diese Rede halte? Vor 2 oder 3 Tagen hat mich Herr Flair angerufen und mich darum gebeten, bei dieser Zeugnisübergabe eine Rede zu halten. Dieses Telefonat hätte normalerweise nach meiner Zusage sofort zu Ende sein können, doch bevor ich überhaupt nur daran denken konnte, aufzulegen, wurde ich direkt gefragt, wie es mir denn ginge, ob ich mich für einen Master in Frankfurt oder in Münster entschieden hätte und wie denn die Arbeit so läuft. Für mich spiegelt selbst dieses kurze Gespräch, den wie Herr Arendt sagen würde, PFH-Spirit, oder wie Herr Albe sagen würde, das familiäre Umfeld der PFH wieder, was wir alle in den letzten Jahren erlebt haben. Egal ob Mitarbeiter, Professor oder Studierender, hier kennt jeder jeden, man interessiert sich füreinander und noch viel wichtiger, man unterstützt und motiviert sich gegenseitig. Gerade das hat für mich und ich denke auch für die meisten anderen von uns die letzten 3 Jahre besonders geprägt und uns dabei geholfen, auch das härteste Semester mit etlichen Klausuren, dazu noch 2 Hausarbeiten und die Präsentation des Chartbooks zu überstehen. Wenn wir alle mal ganz ehrlich sind, so hart wie es sich jetzt anhört, war es zumindest nicht die ganze Zeit des Studiums. Vielmehr habe ich es so erlebt, dass jedes Semester einen bestimmten, immer wiederkehrenden Ablauf hatte, der damit begann, dass wir in den ersten Wochen nahezu jeden Mittwoch fast alle zusammen im Savoy gefeiert und auch sonst jede andere Party, die es sonst noch irgendwo gab, mitgenommen haben. Dabei war es nie so, dass man nur in kleinen Gruppen irgendwo gefeiert hat, sondern wir haben uns alle als ganzes Semester immer wieder auf den Partys getroffen, zusammen gefeiert und uns über die Erfahrungen und Erlebnisse aus der Praktikumszeit ausgetauscht. Nach 3 bis 4 Wochen haben wir allerdings alle so langsam realisiert, dass wir nun doch besser anfangen sollten, uns etwas mehr auf das Studium zu konzentrieren, weil entweder die Abgabe einer Hausarbeit anstand oder weil mal wieder eine Mikro- oder Makroklausur in der Mitte des Semesters geschrieben werden musste. War diese erste Hürde jedoch erst einmal geschafft, folgte entweder das Bergfest oder der Weihnachtsball. Das war für uns immer die letzte Möglichkeit, noch einmal etwas Luft zu schnappen und Kraft zu tanken, bevor es wieder so richtig mit den Klausuren losging. Für manch einen mag diese kleine Pause zwar etwas länger angehalten haben, aber spätestens pünktlich zu Beginn der Klausurenphase haben wir uns alle wieder in der Bib oder im Silenzium zusammengefunden und gelernt. Einigen von uns hat dabei zwar Mikro oder vielleicht auch Bilanzen oder sonst irgendein Fach den letzten Nerv geraubt, aber je härter es wurde, desto mehr haben wir uns gegenseitig unterstützt und sei es auch nur durch das Austausch von Musterklausuren. Waren diese Klausuren endlich durch und damit das Semester geschafft, konnte die angesammelte Anspannung und vielleicht auch etwas Frust durch wildes Feiern auf der üblichen Semesterabschlussparty ausgelassen werden, bevor wir uns wieder auf den Weg zu unseren Praktika gemacht haben. Doch dieses Mal verabschieden wir uns nicht nur für die Praktikumszeit, sondern es ist soweit, einen neuen Abschnitt in unserem Leben zu beginnen. Deshalb möchte ich zum Ende meiner Rede noch einmal kurz auf ein Zitat von Frau Mörstedt zurückkommen, welches lautet, Sie wollen doch später alle einmal Manager werden. So gern ich dieses Zitat auch mag und so häufig es uns zum Lachen gebracht hat, denke ich mittlerweile, dass wir nach den vielen Erfahrungen, die wir in den letzten 3 Jahren gemacht haben, nicht mehr alle einfach nur Manager werden wollen. Vielmehr ist es so, dass wir alle ganz unterschiedliche Wege mit ganz individuellen Zielen eingeschlagen haben, sei es der direkte Berufseinstieg im Unternehmen, sei es die Fortführung des Studiums im Master oder sei es sogar der Wechsel zu einem komplett anderen Studienfach. Ganz egal, wohin uns diese Wege letztendlich führen werden, ich wünsche jedem Einzelnen von euch alles Gute dabei und hoffe, dass ihr all das erreicht, was ihr euch wünscht. Es war eine tolle Zeit, vielen Dank. Ich habe einen Anruf bekommen, allerdings von Frau Derries aus dem Prüfungsamt und ja, die hat mir dann auch mitgeteilt, dass ich heute hier eine Rede halten darf. Ja, sowas habe ich noch nie gemacht und da habe ich dann natürlich gleich leicht panisch gefragt, wie sieht es aus mit Inhalt und Dauer einer solchen Rede.
10 Minuten, ein paar Anekdoten war die Antwort. 10 Minuten, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Mann der vielen Worte. Daher habe ich 5 Minuten angepeilt. Es sind dann am Ende 4 geworden. Ich denke, den einen oder anderen wird es insgeheim freuen. Ja, Struktur und Inhalt kann man sich dann ja noch zum Glück aus dem Internet besorgen, aber keine Angst, alle Quellenangaben stehen am Ende dieser Rede. So, gut, also, sehr geehrte Professorinnen und Professoren, sehr geehrte Dozentinnen und Dozenten, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PFA, liebe Eltern, Verwandte und Freunde und natürlich liebe Absolventinnen und Absolventen, ja, es ist mir eine Ehre, die Orthobionika hier heute vertreten zu dürfen. Wenn ich so durch die Reihen gucke, dann fehlen leider bei uns einige bekannte Gesichter. Das liegt daran, dass heute noch nicht alle ihr Zeugnis entgegennehmen können. Und daher vorab viel Erfolg und gutes Gelingen an alle Kommilitonen, die in den kommenden Tagen und Wochen dann die letzte Hürde zum Abschluss bewältigen werden. Ja, gerne blicke ich auch auf die vergangenen 4 Jahre zurück, in denen hier wirklich viel passiert ist. Begonnen hat das Studium, wie nun mal so üblich, mit einer feuchtfröhlichen Orientierungswoche oder auch O-Phase. Ja, ein guter Einstieg, aus dem einen dann weniger, dem anderen mehr in Erinnerung geblieben ist. Ja, doch. Ja, und dann begann aber auch recht schnell das eigentliche Studium. Und anders als aus den Erzählungen der Eltern, wo die Studienzeit dann meist als sehr leichtlebig und mit viel Freizeit beschrieben wurde, stellte sich bei uns heraus, dass der Stundenplan dann eher recht bald gefüllt war. Ja, und hochmotiviert wurde dann zunächst jeder Termin auch wahrgenommen. Doch ich denke, spätestens ab dem 2. Semester zeigte sich dann eine signifikante Korrelation zwischen schönen Sommertagen oder geöffneten Weihnachtsmarkt und ausgedünnten Sitzreihen im Hörsaal. Ja, ich hoffe, dass alle Lehrenden im Nachhinein ein wenig Nachsicht haben. Ja, ein wesentlicher Bestandteil unseres Studiengangs ist die praktische Ausbildung in einer orthopädischen Werkstatt. Die meisten kamen von uns dann hier das erste Mal mit Gipsbinden, Gießharz und Trichterfräsen in Kontakt. Und aller Anfang ist schwer und so landete dann beim Gipsausgießen teils mehr Material auf der eigenen Hose und den Schuhen als im Negativ. Mit Freude erinnert sich bestimmt auch jeder an die erste Aluminiumschiene, die es dann an die Testorthese anzurichten galt. Neben der zumeist schweißtreibenden Arbeit und teils auch frustrierenden Ergebnissen hatten wir aber auch immer wieder Zeit für ein Späßchen. Denn in so einer Werkstatt gibt es ja einiges an Materialien, um sich da auch lustige Kopfdeckungen oder ähnliches zu basteln. Ich denke, wir werden heute Abend auf der Leinwand noch ein paar Fotos sehen. Ja, wir haben auch Ausflüge gemacht zu verschiedenen Unternehmen unserer Branche, ob Bauerfeind, Ottobock oder Touch Bionics. Ja, wissbegierig saugen wir all die neuen Informationen und Eindrücke auf, machten stets einen hervorragenden Eindruck und sichern uns damit dann auch im Voraus attraktive Arbeitsplätze. Zugegebenermaßen, das war vielleicht etwas überspitzt. So, nach getaner Arbeit gab es dann natürlich auch das wohlverdiente Feierabendbier und so mancher Dozent gab dann noch in der ortsbekannten Karaoke-Bar sein Bestes und offenbarte damit sein unentdecktes Talent. Ja, wie in jedem Kurs ist es, glaube ich, normal, dass sich kleine Grüppchen bilden, eben die, mit denen man dann auch außerhalb der Vorlesungszeit gerne mal was macht. Und trotzdem gab es dann immer wieder die privaten Treffen, wo dann wirklich das ganze Semester teilgenommen hat. Ob Brunch in der Studenten-WG oder Weihnachtsessen im Verbindungshaus eines Kommilitonen. Schöne Tage, an die man sich gerne erinnert. Als weniger angenehm empfanden wahrscheinlich alle Kommilitonen die Tage, an denen sie teils von morgens bis spät in die Nacht in der Werkstatt standen und ihre Endanfertigungsstücke bauen. Neben der Bachelorarbeit stellte dies eine große Herausforderung dar und ich denke, jeder kann stolz sein, auf diese Hürde genommen zu haben. Ja, nun ist vorerst das Studium zu Ende und mit dem Abschluss des Bachelors schlägt unser Semester verschiedene Wege ein. Manche studieren weiter an der PFH, manche haben sich für einen Studiengang außerhalb der PFH entschieden und manche steigen direkt in den Beruf ein. Daher wünsche ich allen Absolventinnen und Absolventen alles Gute auf ihrem Weg und ich hoffe, dass man sich in naher Zukunft wieder sieht. Vielen Dank.